Und ja, da gewinne ich nicht. Mache ich natürlich Gewinn. Ja. Ist klar, da kann man sich ganz schön gesund stoßen dran. Das gleiche funktioniert auch beim Aktienmarkt. Da ist ja jetzt die Firma oder der Spieleshop GameStop so in aller Munde. Um ehrlich zu sein, der hat mir vorher überhaupt nichts gesagt. Ich kannte den Namen nicht. GameStop, amerikanische Spieleverkaufsplattform oder ein Laden. Keine Plattform, ein Laden. Da hat man gesagt, okay, das ist jetzt. Läden sind inzwischen nicht mehr up to date. Und von daher ja, haben diese Hedgefonds, ja, diese Heuschrecken, also gewettet, dass ja, die stehen jetzt bei, die standen bei 2 Euro oder was weiß ich, keine Ahnung, und dann haben sie gewettet, sich gedacht, nur die gehen auf 50 Cent runter. Kann man ja eigentlich nur Verlust machen. Nein, die Hedgefonds machen auch noch mit Verlusten gewinnen. Ja, deswegen haben die so viel Geld. So, und da haben sie sich gesagt, wir erwarten, die gehen auf 0,5 runter, auf 50 Cent. Und wir machen anderen Leuten Angebote, dass ihr für 1 Euro am, sagen wir mal, 1. Februar für 1 Euro die Aktie kaufen können von uns. Da war die Aktie noch 2 Euro. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, okay, wenn wir das jetzt so machen, dann verliert GameStop an Wert und wir machen dann noch Gewinn mit, weil wir dann die Aktien am 1. Februar, weiß nicht wann sie es gesagt haben, etwa im Dezember ging das vielleicht los, ne? So, wir machen euch alle Angebote, wir verkaufen euch für 1 Euro GameStop Aktien. Und weil man die nicht hat, nennt man das Leerverkäufe. Wetten auf fallende Kurse oder sowas, ne? Und was wollte ich da unten im Lager? Ich hab's vergessen. So, hier ist der Empfangsbereich. Ja, da müssten wir also Betten irgendwo hinstellen. Also würde ich mal sagen, hier die 2 Betten hin. Ach, Betten wollte ich vielleicht holen oder machen. Genau, das können wir machen. Werden mal daran gehen. Ja, und dann Fußboden. Fußboden. Wir brauchen einen Hebel. Oder etliche Hebel, also mal die Hebel in Bewegung setzen. Ich bin doch gar nicht in der Höhle hier. Das macht hier schon Höhlengeräusche, obwohl ich im Gebäude bin. Mann. Ja, und dann kamen Leute auf die Idee, wir werden diesen blöden Hedgefonds mal einen auswischen, und haben sich verabredet, weil die Hedgefonds das an die große Glocke hängt haben, wir werden GameStop niedermachen. Ja, da ist verfallener Kurse, kauf GameStop für verkaufe ich euch für 1 Euro, da haben sie Werbung für gemacht, im Februar für 1 Euro verkaufen. Was haben da die Anleger
gemacht. Das waren so kleine Anleger, die sich zu einer großen Gruppe zusammengefunden haben und haben sich verabredet, GameStop-Aktien zu kaufen, kurz vor Ultimo. Und dann wurden die GameStop-Aktien plötzlich teurer. So. Und dann kamen die Hedgefonds kalte Füße gekriegt. Da haben die Hedgefonds gesagt, wir müssen jetzt aber schleunigst GameStop-Aktien kaufen. Wenn das weiter steigt, machen wir nur noch Verluste und Verluste. Wenn wir jetzt zukaufen, die haben ja gar keine gehabt, wenn wir jetzt die GameStop-Aktien kaufen, dann halten sich die Verluste in Grenzen. Die haben gekauft, auch die Hedgefonds haben dann gekauft, zwangsweise, weil sie welche brauchten. Und das trieb den Kurs natürlich noch weiter in die Höhe. Und da ist halt die Frage, die rechtliche Frage. Haben jetzt diese Kleinanleger, weil sie sich verabredet haben, um einen Kurs zu manipulieren, haben die sich falsch verhalten? Ist das strafbar vielleicht? Oder haben die Hedgefonds, die dann den Händlern, die jetzt sozusagen nur den An- und Verkauf machen, ja diese Plattform, wie heißen sie, nicht Lieferheld, das ist was anderes, Aktienheld oder keine Ahnung, also die kannst du, der eToro, ja, fällt mir gerade ein, dieser eine Typ aus der Werbung. Na, du hast ja Google weggeklickt und Amazon weggeklickt und Apple weggeklickt. Dann kannst du auch eToro wegklicken. Aber wenn nicht, machst du viel Geld, dem du alles richtig machst. Ja, und das sind dann die Vermittler. Und dann haben die Hedgefonds den Vermittlern gesagt, bitte schaltet doch mal den Handel aus. Sonst verlieren wir zu viel. So, war das jetzt wieder Marktbeeinflussung? Ja, ist das jetzt wieder gegen den freien Aktienhandel? Sozusagen, da werden die Kleinen von den Großen mit Hilfe der Zwischenhändler, mit Hilfe der Broker, werden sie mundtot gemacht und können dann nicht mehr so viel kaufen, wie sie wollten. Aber die Hedgefonds waren zum Teil, hatten üble Milliardenverluste schon, dadurch, dass sie schon so fleißig zukaufen mussten. Wenn man sich den Chartkurs anguckt von GameStop, vielleicht packe ich den mal hier rein, da sieht man, dass der war also am Anfang relativ niedrig, pendelte immer so rum und dann irgendwann wurde ein bisschen höher, da haben sich dann die Kleinanleger zusammengeschlossen, hatten gekauft, dann stieg der ein bisschen an und der ganz starke Anstieg am Ende ist dann halt, wenn die Hedgefonds selber kaufen müssen, weil sie sonst unermessliche Verluste haben. Das heißt, die kommen also mit zwei blauen Augen davon und sterben nicht. Ja, das ist also reine Selbsterhaltungstrieb natürlich. Und schon interessant. So was Ähnliches gab es auch mal bei der Übernahme von Porsche durch VW. Er wollte eigentlich Porsche VW übernehmen. Und dann kam es nachher doch etwas anders. So, jetzt wollte ich ja Wolle haben. Wolle. Ich habe doch oben noch. Wir machen mal so ein Musterzimmer. Glaube ich. Also, ich habe doch oben noch so eine Gerümpelkiste hier. Da ist doch alles drin, Betten und so ein Kram, ne? Gar nichts mehr dran. Doch. Hier sind so die Betten, habe ich natürlich nicht. Wo ist denn das andere, und ich nicht noch mehr blaue Wolle? Kann sein, dass die unten ist.
Tuch. So. Hier vielleicht irgendwo drin. Da, genau. Da ist die blaue Wolle. Die wollte ich. Und die weiße Wolle. Jawohl. Deswegen heißt es auch jawohl. So, und wir machen nämlich jetzt dann hier das Musterbadezimmer mal fertig. Also, irgendwo kommt eine Toilette hin. Könnten wir zum Beispiel hier hin machen. So, jetzt wisst ihr auch, warum ich die Tür eine höher gemacht habe. Das Badezimmer steht nämlich ein bisschen höher. Doppelter Fußboden. Hier käme dann die Duschen, hier das Waschbecken und hier die Toilette. Das machen wir auf der anderen Seite ganz genauso. Richten wir mal so weit ein, wie es geht. Also hier war der weiße, dann kam hier der blaue. Wo war jetzt die Toilette? War die an der Außenwand? Ist eigentlich egal, aber wir wollen es ja symmetrisch haben. Die Toilette war an der Wand. So. Ich habe immer noch genug. Wir können ja schon mal hier auch den nächsten Badezimmer. So, prima. Auch noch auf der Seite. Huch, wir haben noch gar kein Badezimmer eingerichtet. Das machen wir doch gleich mal. Ich dachte, ich hatte schon alle gemacht. So, dann haben wir hier noch die weißen. Okay, und ein Stock höher noch, das gleiche. Ah, hier habe ich die schon fertig. Hatte ich nur den einen übersehen. So, und gegenüber noch. Ich glaube, mehr kann ich jetzt auch nicht. Machen. Du kommst mal mit. So. So, damit haben wir die Badezimmer schon mal zumindest vom Fußboden her. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie mache ich eigentlich ja? Trichter. Ah, hier ist nicht auf Englisch Dropper. Nee.
Die macht man auf jeden Fall aus Eisen. Iron Bars. Ach, kann ich ja hier auch gucken. Iron Bars, nicht wahr? Da machen wir dann Smelting, Crafting. Machen wir das nicht aus Eisen? Dropper, kann ich das hier reinschreiben? Und da ist ein Dropper. Also, Quatsch, es ist gar kein Dropper. Wie heißt Trichter auf Englisch? Okay, dann machen wir mal so einen Kaldron. Der braucht etliches an Eisen. Den Dropper haben wir jetzt mal. Können wir jetzt mal vergessen. Ja, also da sieht man, wie interessant doch Aktienhandel sein kann. Wobei ich da nicht mithandle. Mit Aktien. Ich habe mal in den 70er Jahren, da gab es von Kapital, ist glaube ich die Zeitschrift gewesen. Gibt es sie noch? Glaub schon, ne? Die hat Wirtschaftszeit und die hat mal so ein Börsenspiel veröffentlicht und da konnten die Leute, die mit virtuellen Aktien, also die Aktienkurse, da wurden die richtigen genommen, aber es wurde nur mit Spielgeld gespielt. Man sah also nur, was man aus seinem Einsatz rausbekommen hätte. Und das war in dem Jahr in den 70ern, wo der AEG ziemlich schlecht ging und dann kam plötzlich irgendwann Rettungseinigung AEG und dann habe ich nachts, als ich das gehört habe, nach den Nachrichten, abends spät war das, bin ich dann auch nachts zur Hauptpost und habe dieses Formblatt eingefickt. Damals gab es noch kein Internet, ja, da hat das Kapital mit Formblättern gemacht, die man einschicken musste, dann wurden die ausgewertet von den Leuten. Dann bin ich also noch, damit ich ganz schnell reagieren konnte, abends noch zur Hauptpost gegangen und habe das da in den Briefkasten geschmissen und dann, ja, und dann war das noch so rechtzeitig, dass am nächsten Tag das verrechnet werden konnte. Und der Kurs ging dann natürlich auch in die Höhe. Und dann habe ich halt vorher gekauft zu dem alten Kurs. Es war ja gern ja abends raus. Ne? Am nächsten Tag galt noch der Kurs bei dem Spiel des Vortages. Und dann kam abends die Meldung raus. Und dann habe ich mit dem Kurs vom Mittag, wo das noch keiner wusste, habe ich dann also die Aktien gekauft. Entsprechend. Und dann, ja, irgendwann konnte ich sie dann gewinnbringend verkaufen. Das war nicht zu knapp. AEG Gewinn damals war gut. Nicht so prozentual so viel wie ist GameStop jetzt hier, aber trotzdem. Okay, war das fein und okay. So. Ja, und dann habe ich da alles ein Jahr drauf mal wieder mitgemacht, weil ich das dann doch interessant fand mit der Börse. Und da habe ich virtuell alles verloren wieder. Ne? Und deswegen mache ich auch keinen Börsengeschäfte hier. Und wenn man das so hört mit diesen Leerverkäufen und ach, was weiß ich, ist beim ersten Moment echt interessant.
aber ja, das Zimmer ist dann schon größer. So, dieses Zimmer ist dann auch größer und dann haben wir hier noch ein richtig schönes, großes Zimmer. Da kann man eine ganze Suite draus machen. Ja, und dann müssen wir das Bett woanders mal aufstellen. Zum Beispiel auf dem Gang. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's dann auch. Ich mache jetzt hier noch so ein bisschen weiter bis zum Ende. Also ihr seht schon hier, wie das Zimmerdesign sein soll. Einmal dann hier ganz durch, ne? So, zack. Durch. So. Sieht schon mal soweit okay aus. Da machen wir noch dicht. Dann machen wir dieses als Spezialzimmer. Würde ich mal sagen. So, dann gehen wir hier noch. Ah, sind wir schon durch. Aber hier könnte man natürlich auch noch. Das mache ich später. Also irgendwann mal. So, ihr merkt schon, wie ich jetzt etwas einsilbiger werde. Das liegt daran, dass ich müde werde. Und deswegen gehe ich jetzt auch und sage und verabschiede mich. Also hier ist das Design von den Wänden. Ich bin eben, glaube ich, fast eingeschlafen hier beim Spielen. Einen kleinen Sekundenschlaf, dann heißt es halt, ist das ein Zeichen dafür, dass man dann vielleicht doch aufhören sollte und ins Bett gehen. So. Wir haben zwar noch nicht Nacht, aber ich fühle mich so müde. Hundemüde auf Deutsch gesagt. Kann ich dann auch schön lang schlafen, muss ich sogar, weil ich dann zur Nachtschicht wieder fit sein muss, die dann morgen um 19 Uhr anfängt und bis 7 Uhr morgens geht dann über morgigen Tage. Und ja, deswegen sage ich jetzt erstmal tschüss und bye bye.
auch wenn dieser Tag wirklich sehr kurz ist. Aber ist egal, macht nichts. Macht's gut, tschüss, bye bye, euer Norbert vom Kanal Opus spielt. Tschüss.